Hallo, mein Name ist Ben Wataram. Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge von Mach es einfach und mach es einfach. In der heutigen Folge möchte ich gerne auf eine E-Mail eingehen, die ich bekommen habe von Adrian. Adrian hat mir eine E-Mail geschrieben, eine etwas längere E-Mail. Ich werde jetzt nicht auf alles eingehen, aber er redet davon, dass es in seinem Leben mal auf und ab geht und dass er einige Probleme hat und sich durchkämpft. Aber dann kommt ein Punkt, wo er mich gefragt hat, jetzt macht meine Katze hier übertrieben Krach. Aber jetzt kommt eine Frage, wo er sagt, nach der Ausbildung habe ich geplant, ein Auslandsjahr in Australien zu machen, da es schon immer ein Traum von mir war. Ich habe eine Frage an dich, und zwar kann ich aus deinem Podcast heraushören, wie du früher warst, deine Persönlichkeit, aber wie bist du zu dem gekommen, was du heute bist? Wie ist dein Werdegang und was hast du nach der Schule gemacht? Und wusstest du schon immer, dass du sowas in der Art einmal machen willst? Würde mich mega freuen über eine Antwort. Mit freundlichen Grüßen, Adrian. Also, darauf möchte ich gerne eingehen, denn das ist etwas, was ich denke, was sehr wichtig ist, denn wir vergleichen uns immer. Ja, es ist sehr, sehr oft so, dass wir uns vergleichen mit Leuten, die genauso alt sind wie wir oder die in einem ähnlichen Feld sind wie wir oder Menschen, denen wir folgen. Und wir vergleichen uns, aber wir vergleichen uns eigentlich immer nur mit dem Endstadium von dieser Person und wissen oft gar nicht, was die Zwischenstadien waren, wo es herkam. Und wenn man es nicht weiß, dann hat man es gar nicht auf den Radar und geht oft davon aus, dass es die nicht gab und dass diese Person schon immer wusste und einfach nur fleißig war und da angekommen ist. Und wenn man weiß zum Beispiel, dass man jetzt faul ist, so, dann weiß man, okay, ich muss vielleicht ein bisschen mehr machen. Aber wenn man das Gefühl hat, so, ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin ein bisschen verloren und jeder um mich herum weiß, was er machen will und hat voll den Plan und ich nicht, dann kann es sehr frustrierend sein. Und deswegen werde ich das jetzt mal in dieser Podcast-Folge so ein bisschen teilen. Denn ich habe auch vor ein paar Wochen habe ich mit einem sehr guten Freund von mir, Dia, habe ich so eine Art Review gemacht. Er ist so jemand, der merkt sich alles. Also wenn ich dem sage, ja, erinnerst du dich noch, als wir mal in Spanien waren, irgendwann, dann sagt er dir, ja, genau, das war der 22. Oktober 2003. Also so einer ist das. Also der merkt sich alles. So Daten merkt er sich. Und deswegen liebe ich es mit dem, so manchmal in die Vergangenheit zu gehen und bestimmte Sachen zu reden, weil das gibt mir manchmal so eine Perspektive, wie lang bestimmte Sachen her sind oder auch, wie man in bestimmten Situationen gedacht hat oder wie man war. Und ich denke, dass es ist ein sehr, sehr wichtiger Skill, in der Lage zu sein, sich selbst zu beobachten, seine eigenen Gedanken zu beobachten, aber auch rückblickend das zu tun. Denn wir haben oft das Gefühl, ich komme nicht nach vorne oder ich komme nicht schnell genug nach vorne. Und man hat diesen Vergleich gar nicht zu sich selbst. Denn das ist, glaube ich, der einzige Vergleich, den man ziehen kann, anstatt sich mit anderen Menschen zu vergleichen, über die man nicht viel weiß. Man weiß nicht, wo sie vor 5 Jahren standen. Und sogar wenn man die Informationen hat, was für einen Job die hatten vor 5 Jahren, wir wissen nicht, wie sie sich gefühlt haben, was sie gedacht haben, was die Pläne, was die Ziele waren in deren Kopf. Du weißt aber, wie du vor 5 Jahren gedacht hast, wie du vor 5 Jahren warst, wie du vor 10 Jahren gedacht hast. Wenn du es erlaubst, wenn du da wirklich wieder reingehst. Und es geht nicht darum, dass wir in die Vergangenheit gehen, in der Vergangenheit leben und irgendwie dramatisieren, was damals passiert ist oder nostalgisch werden und sagen, damals war alles besser. Das ist wieder dann diese Bewertung davon. Ich rede einfach nur von Fakten, dass man reingeht und so sieht, was der Fortschritt war von einem. Und wenn es nicht einen großen Fortschritt gab, weil du denselben Job hast, dieselben Freunde hast, denselben Umgang hast, dass du irgendwie das Gefühl hast, du bist stehen geblieben. Du hast aber diesen Drang zur Veränderung. Es gibt Leute, die machen das Gleiche wie vor 10 Jahren, die sind aber glücklich, die wollen nichts verändern. Ich kenne solche Leute. Die sind glücklich, die wollen nichts verändern und das ist das Leben, was die sich gewünscht haben. Dann ist perfekt. Aber wenn du das Gefühl hast, du willst etwas verändern, dann ist natürlich ein anderer... Eine Sekunde, ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz hier mich um diese Katze hier kümmern. So. Jedenfalls, sorry für diese kleine Unterbrechung, gesponsert von Whiskers. Was habe ich nach der Schule gemacht? Ich habe nach der Schule nicht gewusst, was ich machen will. Ich habe auch genau dieses Feeling gehabt. Ich war dann so irgendwie sehr viele Leute aus meiner Klasse, wussten genau, was sie studieren wollten, hatten schon einen Plan, wussten schon, welche Uni sie gehen wollten. Im Nachhinein habe ich gemerkt, dass sehr viele Leute
dachten, sie wussten, was sie wollen, weil sie einfach in die Fußstapfen ihrer Eltern getreten sind oder ein Bild hatten, aber zumindest hatten sie eine Richtung. Und später habe ich mit sehr vielen Leuten geredet und manche haben dann gesagt, ah, ich habe das studiert, aber dann habe ich abgebrochen, das war doch nicht das, was ich wollte und so weiter und so fort. Und es ist halt dann so, ne, in dem Moment kommt es einem so vor, oh, alle wissen, was sie wollen, ich weiß es nicht, aber sehr oft ist es doch nicht der Fall, ja. Aber man hat einfach eine Option oder zwei und deswegen geht man in die Richtung. Und ich wusste nie, was ich machen wollte. Ich wusste aber, was ich nicht machen will. Und das ist schon mal ein sehr, sehr wichtiger Step. Ich habe sehr viel ausprobiert, sehr viel experimentiert. Und deswegen kam es mir aber so vor, in der Zeit, wo ich das Ganze gemacht habe, ich habe nicht geplant, dass ich experimentiere. Ich wusste nicht, was ich tun. Dann habe ich gesagt, okay, was soll ich jetzt machen? Ja, dann mache ich jetzt das. Und dann mache ich das. Na, das gefällt mir nicht. Jetzt mache ich das. Und habe super viele kleine Jobs gehabt, Projekte gehabt. Ich habe zum Beispiel direkt nach der Schule habe ich so ein Jahr lang für mich empfunden nichts gemacht. Ich war auf einem, ja, das war von der Stadt oder von der Wirtschaftskammer. Ich bin nicht sicher, von wem das organisiert ist. Aber auf jeden Fall war das eine Fortbildungsakademie der Wirtschaft, hieß das. Und hat man einfach Jugendlichen, die so eine Art Zwischenphase sind, damit sie halt in ihrem Lebenslauf keine Lücke haben, wenn die von der Schule kommen und nicht direkt studieren oder nicht einen Job haben, nicht ein leeres Jahr haben. Und da hat man, ne, und ich finde das eine sehr gute Initiative, Jugendlichen Perspektiven gegeben, wie man für sich rausfinden kann, in welchen Bereich man gehen will. Und haben uns Bewerbungstraining gegeben, wie man sich bewirbt bei Firmen, Bewerbungsgespräch und sollte einfach Menschen unterstützen dabei, eine Richtung zu finden. Und für mich war es interessant. Ich war einfach in einer Gruppe von anderen Jugendlichen, die auch ihre Richtung finden wollten. Und da habe ich zum ersten Mal, gab es einen Coach, Herr Klose. Und der war ein NLP-Coach der hat dann halt dieses Bewerbungstraining gemacht mit Basis von NLP. Und da bin ich zum ersten Mal eigentlich damit so in Berührung gekommen. Das war bevor ich, Moment mal ganz kurz. Nein, da hatte ich schon von meinem Onkel diese Liste bekommen von den Büchern, aber hatte mich noch nicht wirklich so sehr damit beschäftigt, ehrlich gesagt. Das habe ich erst viel später gemacht. Nein, das war viel früher. Boah, jetzt komme ich durcheinander mit meiner eigenen Timeline. Ich habe dir nämlich genau diese Bücherliste von meinem Onkel habe ich bekommen, als ich studiert habe. Das war 4 Jahre später oder so. Also da hatte ich das noch nie und da habe ich auch noch nie was von NLP gehört. Das habe ich erst später verstanden. Aber ich war sehr beeindruckt durch seine Präsenz und wie er war. Jedenfalls, ich lenke jetzt wieder vom Thema ab. Ich war da ein Jahr und habe ein Praktikum gemacht. Ich wollte in Richtung Wirtschaft gehen, Business gehen. Mein Vater hat mir gesagt, ja, studier Business, dann kannst du immer, egal was, kannst du immer Geld verdienen. Aber es war überhaupt nicht mein Ding. Ich bin ein kreativer Mensch, musste immer irgendwas haben, wo ich mich kreativ ausleben kann. Ich kann da dieses ganze Management und Business und das ist einfach gar nicht mein Ding. Obwohl ich jetzt Businessman bin, aber ich bin einfach ein Entrepreneur in meinem Bereich. Ja, ich habe jetzt nicht einfach nur Business studiert, um Business zu machen, sondern egal was das Fach ist, was du machst, sogar wenn du jetzt Maler bist, ja, kannst du ja ein eigenes Business aufbauen, basierend auf Malen. Ja. Und jedenfalls war das nicht mein Ding. Ich habe dann einen Freund von mir Autos gekauft, verkauft, um nebenbei Geld zu machen. Dann hatten wir eine Phase, dann habe ich studiert. Ne? Das Studium habe ich ja, ich habe schon eine Podcast-Folge darüber gemacht, wie ich da reingekommen bin. Das war halt durch diese Umgebung. Ne? Und das Ding ist, es gibt so eine Sache über meine Vergangenheit, wenn ich darüber nachdenke, ist so, man sagt ja immer, man kann die Vergangenheit nicht ändern. Ne? Und ich bin da anderer Meinung, weil ich denke, man kann die Vergangenheit ändern, weil wir haben ja nur eine Erinnerung und eine Bewertung von den Situationen und Momenten in unserer Vergangenheit. Und oft wollen wir bestimmte Sachen nicht haben. So, Mann, ey, ich hasse, dass das passiert ist. Meine Freundin hat mich verlassen oder ich habe diesen Job verloren oder ich habe da den Fehler gemacht, dann voll viel Geld verloren oder keine Ahnung was. Aber du weißt, wenn du zurückgehst in die Vergangenheit, von deiner jetzigen Perspektive, kannst du immer sehen, was war gut daran.
Weil wenn das nicht passiert wäre, wäre eine andere Sache nicht passiert, du hättest die Person nicht kennengelernt, wärst da nicht reingekommen, hättest da nicht diese Entscheidung getroffen, weil du nicht die Erfahrung gehabt hättest und deswegen hat dich das jetzt dahin gebracht, wo du jetzt bist. Und das können wir oft nicht sehen in der Situation, wo wir gerade sind. Das heißt, ich war in dieser Fortbildungsakademie der Wirtschaft, ich hatte keine Ahnung, was ich machen wollte und da habe ich meine Ex-Freundin kennengelernt und sie, also war da noch nicht meine Ex-Freundin, noch nicht meine Freundin, sondern sie war auch in dieser Schule und sie wollte schon immer nach Maastricht auf diese Kunstakademie und ist zum Tag der offenen Türen. Ich bin mitgekommen, habe mir das angeguckt, fand das super. Ich hatte keine Ahnung, was ich damit machen werde in der Zukunft, wie ich damit Geld verdienen werde in der Zukunft. Das ist auch etwas, was mein Vater mich gefragt hat. Ja, okay, schön und gut, es gefällt dir, aber wie kannst du mit Geld verdienen? Ich habe gar nicht darüber nachgedacht. Ich habe einfach meinen Instinkt gefolgt und habe meinen Kopf durchgesetzt. So. Ich wusste, das will ich. Ich will irgendwie das machen. Ich will an diesem Ort sein. Ich will mit diesen Leuten umgeben sein. Ich wollte einfach da sein. Das war von all dem, was ich gesehen hatte davor, für mich die beste Option. Deswegen gäbe es andere Studiengänge, gäbe es andere Sachen, die viel besser waren. Natürlich, aber ich kannte sie nicht. Und das ist das Ding. Du bist nur so frei wie deine Option, die Option, die du kennst. Deswegen, wenn du nur eine Option hast, hast du keine Option. Dann ist du machst das oder du machst es nicht. Aber was machst du dann? Ja, dann hast du keine Wahl. Wenn du zwei Optionen hast, jetzt, dann hast du eine Auswahl. Wenn du jetzt natürlich 50 Optionen hast, dann kann es sein, dass du ein Dilemma hast, weil du nicht weißt, wie du dich entscheidest. Aber das ist ein Luxusproblem. Deswegen denke ich, es ist immer so wichtig, dass man rausgeht und viel experimentiert, viel ausprobiert, mit vielen Menschen redet, viel sich austauscht und rausgeht von da, wo man ist, weil dann erweitern sich deine Optionen der Realität. Und das ist das Ding. Also ich habe damals halt diese Option gewählt, habe das angefangen, habe mich über viele Sachen beschwert, denn viele Sachen waren nicht so, wie ich das dachte. Und auf dieser Schule haben wir sehr viel gelernt über Kunst, über Kreativität, aber gar nichts über, wie man sich verkauft, wie man Geld macht mit seiner Kunst, wie man Kunden gewinnt, wie man ein Business aufbaut. Das haben wir alles nicht gelernt. Gar nicht, nichts. Es gab nichts, was uns da weitergeholfen hat. Und deswegen waren sehr viele Leute dann ziemlich hilflos, was das anging. Ich hatte keine Ahnung, wie ich mit Videos Geld machen soll. Und ich habe mich dann spezialisiert auf Video und am Anfang war es Kunst. Und das waren 4 Jahre. Und dann war ich in Hamburg, habe dann ein Praktikum gemacht. Und dann habe ich, wie gesagt, meinen Onkel kennengelernt zum ersten Mal. Und er hat mir diese Liste von Büchern gegeben, die ich irgendwann angefangen habe zu konsumieren über Persönlichkeitsentwicklung. Aber das hat auch super lange gedauert, bis ich in der Lage war, die Sachen umzusetzen, die in diesen Büchern waren. Ich habe auch, ehrlich gesagt, nicht direkt diese Bücher gelesen oder diese Audiobücher gehört. Es hat fast ein Jahr gedauert, wo ich angefangen habe. Und das ist wieder ein interessanter Step. Ich habe nicht einfach angefangen, Bücher zu lesen, nur weil mich das interessiert allgemein, sondern ich hatte Herausforderungen und Probleme, die ich lösen musste. Und ich war mit einem Freund von mir und wir haben einfach gesagt so, ey, wir müssen Geld machen, wir müssen irgendwie erfolgreicher werden, wir können nicht die ganze Zeit hier so chillen. Das war so ein Jahr nach meinem Studium und ich hatte kein Geld, ich hatte keinen Jobs, ich wusste nicht wie, ich habe die ganze Zeit geguckt, die Leute um mich herum, wie machen die Geld, ich hatte ein paar Jungs, mit denen ich groß geworden bin, die Drogen verkauft haben und so Geld gemacht haben und viel Geld gemacht haben und ich war dann so, Mann, das kann ich nicht machen, so, aber das war so auch das, was wo alle mir gesagt haben, so, hey, ich bin doch nicht doof und gehe irgendwo arbeiten für 1000 Euro im Monat, dann zahle ich dies, dann zahle ich das, so, das waren so diese Optionen, die ich kannte nicht wirklich Leute mit einem Mindset, was darauf basiert war, dass du für dich selbst das aufbauen kannst. Und ein Freund von mir, mit dem habe ich halt immer super viel gebrainstormt. Wir haben auch Musik gemacht zusammen und so weiter. Und der ist so der Einzige gewesen, der halt immer so wirklich unabhängig war. Auch immer gegen allem, was illegal war. Und er hat doch nie in seinem Leben einen Tropfen Alkohol getrunken. Und weißt du, also er ist wirklich so jemand, der sehr ethisch ist. Und der hat mich auch damals, als ich viel jünger war, auch von vielen Problemen so ferngehalten. Einfach nur durch ein Wort und ich habe direkt connected damit. Also und deswegen ist es sehr, sehr wichtig. Man sagt ja immer, du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, hat Jim Rohn gesagt, mit denen du Zeit verbringst, weil die dich beeinflussen. Die beeinflussen dich sehr. Und ich denke auch so, die Person, die am meisten Einfluss auf dich hat, ist die Person, mit der du am meisten Zeit verbringst. Das heißt, sogar von diesen 5, wenn es eine Person darunter gibt, mit der du einfach die Hälfte der kompletten Zeit verbringst, dann hat sie einen größeren Einfluss auf dich als die anderen 4, wenn du diese anderen 4 nur einmal die Woche oder einmal, zweimal im Monat siehst. So, ne? Wenn du zum Beispiel jetzt nur mit einer Person sehr viel chillst. Das heißt, ich würde sagen, das ist einfach nur ein Verhältnis. Aber das ist das Ding. So,
es gibt viele Leute um dich herum, vor allen Dingen, wenn du in einem schwachen Moment bist, wenn du ein bisschen verwirrt bist, wenn du nach dir selbst suchst, und die können dir ein Floh ins Ohr setzen und schlechte Ratschläge geben. So. Und ja, das habe ich halt gehabt, dass Leute sagen so, ey, so und so, das und das mache ich, mach das doch auch, ist doch easy. Und dann, bumm, weißt du, dann war immer im Kopf diese Stimme. Ah, eigentlich bin ich das nicht, eigentlich will ich das nicht. So, eigentlich, ich weiß, dass ich irgendwie was erreichen kann, aber wie? Keine Ahnung wie. So, ne? Und die Leute, die mit dir brainstormen, wenn das Kriminelle sind oder wenn das Idioten sind, dann kommen die, dann beeinflussen die dich. Und ja, und die hat mich da immer wieder rausgeholt mit einem Satz, war dann einfach nur so, ah, denke, lass uns doch mal, und dann habe ich angefangen mit ihm zu brainstormen, ne? Und dann haben wir angefangen mit den Optionen, die wir kannten, und zwar Autos kaufen, verkaufen, dann haben wir irgendwann eine Anzeige gekriegt und angefangen mit diesem Snackbar-Vertrieb, und jede von diesen Jobs, also ich überspringe viele Sachen. Ich habe in einem Callcenter von Apple gearbeitet für 6 Monate. Ich habe in einem Lager gearbeitet für 2 Monate, wo ich dann irgendwie so Kartons geschleppt habe und habe dann irgendwie 1000 Euro im Monat gekriegt oder so. Aber alles das, das waren so wie, ich habe es damals immer die verlorenen Jahre genannt. Ich glaube, das waren so 2-3 Jahre, wo ich nicht wirklich an einer einzigen Sache gearbeitet habe, weil ich nicht diese Sache hatte, wo ich nicht wirklich eine Perspektive hatte auf, was mache ich nächstes Jahr, kein wirkliches Ziel hatte. Es war einfach nur experimentieren und alles, was auf mich zukommt, austesten und gucken, ob das was für mich ist, gucken, ob ich damit Geld machen kann, gucken, ob ich gut darin bin, gucken, ob das mich irgendwo hinbringt. Und in diesen Tests, in diesen Sachen, die ich gemacht habe, habe ich immer etwas für mich mitgenommen. Ich habe ein Skill mitgenommen, etwas, was ich gelernt habe. Ich habe zum Beispiel verkaufen gelernt. Das, was ich in der Uni nicht gelernt habe, habe ich dann durch bestimmte Jobs gelernt. Durch Autos verkaufen, durch diesen Vertrieb, durch dieses Snackbar habe ich das gelernt. Kommunikation verbessert, Sachen testen, ausprobieren, experimentieren. Ich habe über diesen Kundensupport bei Apple habe ich sehr viel gelernt, über den Strukturen, die ich dann später auf mein Team angewandt habe. Und es gibt so viele Sachen, die ich gelernt habe, aber das Wichtige ist, in dem Moment, wo ich das gelernt habe, kam es mir nicht so vor wie die Schule des Lebens. Es kam mir nicht so vor. Es kam mir so vor, als ob ich mein Leben verschwende. Und ich denke so, Mann, ich habe studiert und jetzt ist schon 2 Jahre nach dem Studium, andere Leute, und dann kommt wieder dieser Vergleich mit anderen Leuten. Andere Leute arbeiten jetzt schon, verdienen 3000 Euro im Monat, ich bin immer noch hier und weiß nicht, wie ich meine Miete zahlen soll, dies, das, ich bin ein Loser. So, und wenn du anfängst, da in diese Sachen reinzugehen und tiefer zu gehen, dann nimmt dir das den Drang, dann nimmt dir das diese Energie, weiter nach vorne zu gehen. Und das ist das Gefährliche. Wenn du da anfängst zu überbewerten und zu sagen, ah, ich müsste eigentlich woanders sein, als ich jetzt bin. Ich weiß nicht, wie ich dahin komme, wo ich eigentlich sein will, weil ich ja nicht weiß, was ich machen will, weil ich jetzt gerade diese Perspektive nicht habe. Und dass es so sehr an mir nagt, dass ich dann meinen Drive verliere und gar keinen Bock mehr auf nichts habe und keine Perspektive mehr habe. Das ist ein Teil. Und weißt du, diesen Weg und dieses Austesten und Experimentieren und Ausprobieren, für mich hört das niemals auf. Ich bin dann irgendwann, habe ich angefangen in Deutschland als Freelancer Videos zu machen, und dann habe ich ein bisschen mehr Geld gemacht, und na, dann habe ich angefangen als Flugkurier, und dann war wieder so vieles, wo ich nicht wusste, was auf mich zukommt und wo ich drauf reagiere. Dann bin ich nach Dubai gekommen. Dann habe ich hier das erste Business gestartet. Dann, ne, das wieder von null angefangen nach einem Jahr. Und da war wieder so ein Punkt, wo ich dachte, ey Mann, das kann doch nicht sein. Da war ich 30. Überleg mal, ich war 30 Jahre alt und habe in einem neuen Land eine neue Industrie. Also die Industrie ist ja Videoproduktion, aber weil es in einem neuen Land ist, ist alles anders. Alles funktioniert anders. Und ich hatte das Gefühl, ich muss alles von neu lernen und ich starte von neu. Und das ist ein Fehler in der Bewertung, denn ich starte nicht von neu. Ich habe alles das, was ich vorher gemacht habe, hat mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Und das, was ich jetzt mache und wo ich jetzt durchgehe, bringt mich dahin, wo ich morgen sein werde. Und deswegen, ich konnte nicht sehen, was ich jetzt mache. Vor 3 Jahren konnte ich noch nicht mal sehen, was ich jetzt mache. Vor 6 Jahren konnte ich nicht das sehen, was ich vor 3 Jahren gemacht habe. Weil ich ein ganz anderer Mensch war, in meinem Kopf ganz anders gedacht habe als jetzt, ganz andere Menschen um mich herum hatte, ganz andere Situationen und Umstände um mich herum.
Vor 6, 7 Jahren gab es nicht mal Social Media, Instagram, sehr viele von diesen Plattformen, die mir jetzt erlauben, das zu machen, was ich jetzt mache, gab es nicht. Das ist ja auch eine Veränderung, die sehr viel bewirken kann. Was passiert in den nächsten 3 Jahren? Das Wichtigste ist für dich selbst, dieses Mindset zu kreieren, dass du wirklich auf jede Situation reagieren kannst und Verantwortung für dich selbst übernimmst und dir bewusst ist, dass du alles für dich nutzen kannst, was jetzt gerade passiert. Und im Jetzt bist. Nicht zu sehr in der Zukunft, nicht zu sehr in der Vergangenheit, sondern im Jetzt sein. Das ist wirklich eine Sache, die ich für mich gelernt habe. Wenn ich einen Tipp geben kann zu jedem Einzelnen, der jetzt gerade in einer Phase ist und etwas macht, wo du das Gefühl hast, boah, du hast keinen Bock drauf und so weiter, sei präsent. Versuch dich nicht abzulenken. Versuch nicht jeden Tag Fernsehserien zu gucken oder online zu sein oder einfach dich nur abzulenken mit Sachen, die dich aus dem Jetzt rausziehen. Denn du bist in dieser jetzigen Situation für einen Grund. Du musst da sein. Das ist die Etappe, die du meistern musst. Und wenn du Emotionen hast und nicht glücklich bist da, wo du bist, dann musst du die Verantwortung darüber übernehmen. Beschwer dich nicht über andere Leute. Beschwer dich nicht über deinen Chef, über deine Frau, über deinen Freund, über deinen Mann, über deine Kinder, über das Wetter, über das Land, in dem du lebst, über die Industrie, über die Kunden. Beschwer dich nicht, sondern reagiere, übernehme die Verantwortung und verändere etwas. Und wenn du Angst hast vor der Veränderung oder du Angst hast, ein Risiko einzugehen, dann sei dir bewusst, dass du dir selbst im Weg stehst und niemand, nichts von diesen Gründen, das Problem ist, sondern du selbst. So rede ich mit mir selbst, wenn ich in solchen Situationen bin. Und als ich noch nicht so ready war, so mit mir selbst zu reden, haben andere Leute, die weiter waren als ich, so mit mir geredet. Keiner braucht Mitleid. Mitleid heißt jetzt, okay, ich leide jetzt mit dir. Warum? Du kreierst dieses Leid selbst und du bist der Einzige, der dich da rausholen kann. Aber wenn jemand mit dir sympathisiert, dann hast du ja keinen Grund. Jetzt versteht jemand deine Situation. Und das ist das, was wirklich sehr, wo ich sage, präsent sein, ist wirklich so, kennst du das, wenn du so ein Gespräch hast mit jemandem, du redest mit denen und du merkst, die sind gar nicht da. Die sind irgendwo woanders mit ihren Gedanken. Die denken an das nächste Ding oder die denken an morgen oder die denken an gestern irgendwas, was passiert ist und die driften mit ihren Emotionen. Die sind gar nicht in der Lage. Sagen wir, du sagst denen etwas voll Wertvolles. Ich habe das voll oft, dass Leute, die fragen mich etwas oder ich sehe und ich gebe denen einen Tipp oder ich versuche, die in eine bestimmte Richtung ihre Aufmerksamkeit zu bringen und ich merke, dass die gar nicht da sind. Die denken gar nicht mit mir mit, sondern die sind wo ganz anders. Das heißt, die verpassen diese Gelegenheit, jetzt eine Lösung zu finden für sich. Und ich verschwende keine Energie auf sowas. Ich sage dann, okay. Hey, wenn du irgendwann ready bist, melde dich bei mir. Aber ich werde jetzt nicht dich zwingen, im Jetzt zu sein. Ich bringe das manchen Leuten bei, aber manchmal bei manchen Freunden oder bestimmte Sachen sage ich, hey, so, es ist deine Entscheidung. Aber denk mal darüber nach. Wenn du in deinem Leben das, was du jetzt machen kannst, du kannst nur jetzt etwas tun. Das, was du morgen machen kannst, machst du morgen. Aber das, was du jetzt und heute machen kannst, machst du jetzt. Wenn du aber paralysiert bist im Jetzt und nicht handeln kannst, weil du so gestresst bist, weil du so den Druck auf dir selbst kreierst, weil du gestern, vorgestern, das letzte Jahr, die letzten 2 Jahre nichts erreicht hast, was bringt es dir? Du kannst jetzt etwas tun. Weißt du, es gibt ja so ein Sprichwort aus China, die sagen, der beste Zeitpunkt, einen Baum zu pflanzen, war vor 20 Jahren. Und der nächstbeste Zeitpunkt ist jetzt. Es gibt nicht Planen, einen Baum zu pflanzen. Du pflanzt ihn jetzt, denn es braucht Zeit, bis er wächst. Und alles das, was in der Vergangenheit war, du hast Zeit verschwendet, du hättest schon viel früher bestimmte Sachen machen müssen, hättest du gewusst, dies, das. Alles das ist nutzlos, wenn du nicht die Energie davon ins Jetzt bringst und jetzt eine Handlung vollziehst. Und diese Angst vor dem, was morgen kommt und was passieren könnte, ist irreal. Denn es könnte morgen auch etwas Wunderschönes passieren. Es könnte morgen auch sehr viel Gutes auf dich zukommen. Aber nicht, es könnte kommen. Es wird ein Resultat von dem, was du heute tust. Du kreierst deine Zukunft heute, von Tag zu Tag. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir im Jetzt sind, dass wir präsent sind, dass du dir bewusst bist, was du jetzt machst, dass du alles mitnimmst, was du jetzt machst. Es gibt Leute, wie gesagt, ich war im Flugkurier 1 Jahr und ich habe weltweit so viele Menschen kennengelernt, ich kenne Leute, die sind seit 6 Jahren Flugkurier und die kennen niemanden. Okay, wenn sie das nicht brauchen, wenn sie das Netzwerk nicht brauchen, wenn sie, weißt du, so, okay, dann ist es kein Problem. Aber wenn sie dann sagen so, ja, ich will jetzt einen neuen Job und ich weiß nicht und ich kenne niemanden, du kennst niemanden, weil du mit niemanden connectest. Du hast niemanden, den du fragen kannst nach Hilfe, weil du niemanden hilfst.
Du hast kein Geld, weil du keinen Wert kreierst für andere Menschen. Das ist alles eine Aktion, Reaktion. Viele Leute erwarten, dass einfach Sachen auf sie zukommen, weil sie glauben, dass bei anderen Menschen Sachen einfach kommen. Ah, der hat echt Glück gehabt, ne? Also bei dem ist das und das passiert. Ich höre das voll oft, dass Leute so reden, wie das und das ist bei dem passiert. Er hat es ins Leben gerufen. Was passiert einfach so? Nichts passiert einfach so. Es passieren immer irgendwelche Sachen. Aber du reagierst darauf. Und die Art, und wenn bei jemandem immer wieder etwas Positives passiert, kann man doch nicht sagen, er ist ein Glückspilz. Aber so sagen das viele Leute. Warum? Weil es die Verantwortung rausnimmt. Wenn du denkst, dass jeder einzelne Mensch für seinen Erfolg verantwortlich ist, dann musst du zugeben, dass wenn einer erfolgreich ist und du nicht die Verantwortung übernimmst. Weil du sagst so, ja, der hat Glück, oder ja, hätte ich gewusst, wäre ich in dieselbe Industrie gegangen. So, ja, der hat vor 5 Jahren hat er eine echt intelligente Entscheidung getroffen. Ich habe eine dumme Entscheidung getroffen. Was machst du aber jetzt? Du redest über die Vergangenheit, anstatt zu überlegen, wie du was machen kannst. Und das ist dumm. Das heißt, du bist immer noch in diesem dummen Zyklus drin. Und ich sage das jetzt ein bisschen hart, weil so rede ich mit mir selbst. So rede ich mit mir selbst, weil man muss sich raussnappen, Mann. Man muss sich raussnappen. Ist genug, dieses sich beschweren und die Vergangenheit. Und was machst du jetzt gerade? Was machst du jetzt? Nicht morgen, nicht nächste Woche. Was machst du jetzt und heute? Was machst du jetzt und heute? Und wenn du jetzt gerade in einer Situation bist, in der du nicht rauskommen kannst, wie kannst du das Beste aus der jetzigen Situation machen? Wie kannst du das Beste da rausholen? Ey, ich habe sogar, als ich in einem Lager gearbeitet habe, habe ich trotzdem mit jedem, der da war, ein Gespräch geführt und geguckt, wer ist wer, wer macht was, mit welchen Leuten bist du in Kontakt. Woher willst du wissen, ob auch wenn jemand in einem Lager gerade arbeitet, du bist auch gerade in diesem Lager, habe ich mir auch gedacht. Ich habe auch doch viel mehr Potenzial. Ich bin auch gerade in diesem Callcenter und habe viel mehr Potenzial. Wer sagt mir, dass diese Person, die jetzt in diesem Callcenter arbeitet, nicht auch in 5 oder 6 Jahren ein wichtiger Kontakt sein kann für mich? Warum soll ich denn irgendwelche Leute abwerten, weil ich denke, ah, ich wünschte, ich wäre jetzt gerade in Saint-Tropez oder in Cannes Film Festival, damit ich da Kontakt mit reichen Leuten machen kann? Mann, egal wer in deinem Umfeld ist, du merkst, wie diese Person denkt, kannst einen Kontakt aufbauen. Du kannst da, wo du gerade bist, etwas lernen. Du kannst einen Skill lernen, wenn du wirklich im Jetzt bist. Wenn du sagst, ach Mann, ich mache diesen Job, ich werde bezahlt, aber ich mache nur das Minimum, dann cheatest du dich doch selbst. Du bist doch eh da für 8 Stunden. Also hol das Maximum raus. Werde die beste Person in diesem Moment und versuch dann, mit deinen Skills etwas anderes aufzubauen. Wenn du ein Verkäufer bist, werde der beste Verkäufer und mach nicht nur einfach das, was du brauchst, um eine Miete zu bezahlen und halbherzig und sitzt dann da und guckst YouTube-Videos und um dich abzulenken von dem, was du nicht haben willst. Das ist mein Tipp jetzt. Ich meine, ich habe jetzt voll ausgeholt, was diese Frage angeht, aber ich finde, das ist sehr wichtig, weil ich habe so lange mich selbst bemitleidet. Ich war so lange in meinem Kopf verloren und ich habe es die ganze Zeit die verlorenen Jahre genannt, aber ehrlich gesagt, es sind nicht die verlorenen Jahre gefunden, weil ich habe mich in diesen Jahren gefunden. Ich erinnere mich immer wieder an diese Rede von Steve Jobs, wo er gesagt hat, you can only connect the dots backwards. Du kannst nur im Nachhinein die Punkte miteinander verknüpfen. Jetzt, wo ich jetzt hier bin, wo ich jetzt stehe, kann ich zurückblicken und sehen, warum ich in diesen Situationen, warum mich diese Situation nach hier gebracht haben. Weil ich merke, dass, ey, wäre das nicht passiert, dann wäre das nicht passiert, dann wäre das nicht passiert. Dann wäre vielleicht was anderes passiert. Keine Ahnung. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass die Kombination von den Gesprächen, Situationen, Gedanken, Handlungen mich zu dem gemacht haben, der ich heute bin. Und viele von diesen Sachen wollte ich nicht haben. Ich gehe sogar zurück noch in einer Zeit, wo ich in der Elfenbeinküste war. Ich habe meine Eltern dafür gehasst, dass wir so viel umgezogen sind, dass ich meine Freunde verlassen musste, dass ich in ein neues Land musste, dass ich mich anpassen musste, dass ich war der Beste in meiner Klasse, auf einmal bin ich der Schlechteste, weil ich die Sprache nicht so gut kann und weil ich nicht mal lesen kann. Ich will vorlesen und ich kann kein Deutsch. So, und dadurch, dass ich aber durch diesen Schmerz gehen musste und durch diese Hürden gehen musste, bin ich so gut geworden, dass sehr viele Leute mir sagen, so, ich bin für die ein Poet. Die sagen, wow, du kannst so eloquent reden, du bist so gut, du kennst so viele Worte und so weiter. Aber warum? Weil es meine größte Schwäche war. Und in dem Moment habe ich das gehasst. Ich wusste es nicht. Aber ich spreche mehrere Sprachen, ich kann mich mehreren Kulturen anpassen, ich kann verkaufen, ich kann Leuten am Telefon Schritt für Schritt Sachen erklären, weil ich verstehe, wie andere Leute denken, weil ich das gelernt habe in diesem Callcenter und so weiter. Das sind so viele Sachen, wo ich mir denke, so, das hat mir die Schule nicht beigebracht, aber die Schule hat mir bestimmte Sachen beigebracht. Die Uni hat mir bestimmte Sachen nicht beigebracht, aber da habe ich die Kreativitätspart gelernt. Und so weiter und so fort. Das heißt, egal wo du gerade in deinem Leben bist, sei dir bewusst, dass es Sinn macht, warum du jetzt gerade da bist. Aber es ist auch nur eine Phase, weil du kannst da auch für 10 Jahre bleiben. Die Frage ist nur, was nimmst du mit von da?
bemitleide dich nicht selbst, vergleich dich nicht mit anderen Leuten, geh nicht davon aus, dass andere Leute nicht diese Phasen haben. Jeder hat seine eigenen Tests zu bestehen. Besteh deinen eigenen und geh dann ins nächste Level. Und finde für dich mehr Optionen raus, denn du bist nur so frei wie die Optionen, die du hast. Wenn du nur ein, zwei Sachen kennst, wie viele Jobs gibt es? Wie viele Möglichkeiten gibt es in allen Ländern auf der Welt, in allen Industrien, online, offline? Es gibt so viele Sachen, von denen weißt du gar nicht, dass sie existieren. Und dann triffst du irgendjemanden und dann fragst du den, was machst du? Dann sagst du, ich mach das, wie? Und wie machst du Geld? So und so und so. Hä? Wusste ich gar nicht. Wie funktioniert das? Oh, wow, wo? Was braucht man dafür? Krass, boah, das ist voll mein Interessensgebiet. Das kann ich auch. Wie? Moment. Hey. Und vor einer Minute wusstest du das nicht. Auf einmal ist eine Option da und vielleicht warst du gestern deprimiert und wusstest nicht, wie du aus dem Bett kommst. Und jetzt ist auf einmal, wachst du morgens auf und schreibst Sachen auf und rufst diesen Typen nochmal an. Ey, kannst du mir ein paar Kontakte geben? Das ist die Website. Und guckst dir Videos an und auf einmal findest du, dass es eine Plattform gibt auf Facebook, wo es 1000 Leute gibt, die das Gleiche machen und die sich austauschen. Und einer hat letzten Monat seinen Job gekündigt und macht jetzt schon 10.000. Und auf einmal denkst du so, oh, wow, interessant, wow. Und auf einmal hat sich deine komplette Realität verändert. Und was wäre passiert, hättest du dieses Gespräch mit dieser Person nicht gehabt? Interessant. Was ist die Realität und was ist nicht die Realität? Ich rede oft mit Leuten, die sagen, ja, aber sagen wir doch mal realistisch. Was ist realistisch? Du bist nur so frei wie die Option, die du kennst. Und je weniger Optionen du kennst, je limitierter du bist, je mehr du in deinem Kreis bleibst von dem, was du kennst, wen du kennst und was du kannst, desto eingeschlossener und eingesperrter bist du. Aber das ist ein Gefängnis, was du selbst kreiert hast. Es ist ein Gefängnis mit einer offenen Tür. Du kannst durch die Tür laufen. Aber das Ding ist, sehr viele Leute sind in diesem Gefängnis, in diesem Käfig, fühlen sich aber sicher, weil sie glauben dann, aber keiner kann in den Käfig rein. Es ist eine Illusion. Dieser Käfig ist eine Illusion. Du kannst rausgehen jederzeit. Also, warte nicht zu lange. Mach es einfach. Und mach es. Ich hoffe, die Episode hat dir gefallen. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, bitte schreib mir eine E-Mail oder schreibe mir auf Facebook. Ich habe übrigens eine geschlossene Facebook-Gruppe für diesen Podcast gegründet, wo ich Audios, Videos, Livestreams teile, eure Fragen beantworte zu den Themen im Podcast und wir uns untereinander supporten und pushen können. Um sie zu finden, gebe einfach Mach es einfach und Mach es einfach bei Facebook ein. Und wenn dir der Podcast geholfen hat oder dir gefällt, hinterlass mir bitte eine Bewertung auf iTunes. Somit kann der Podcast mehr Menschen erreichen und wachsen. Vielen Dank, dass du heute dabei warst und vergesse niemals, ein Schüler des Lebens zu sein. Egal, wo du gerade stehst im Leben und was heute auf dich noch zukommt, vergesse niemals. Es gibt keine Probleme, nur Gelegenheiten. Gelegenheiten zu lernen und zu wachsen. Du hast die Macht, aber nur, wenn du machst. Also mach es einfach und mach es einfach.